Wir fangen jetzt mit den Fallvorstellungen kurz an für die Biopsiekonferenz. Frau Dr. Büschek, Oberärztin aus der Sektion Nephropathologie aus Hamburg, ist bei uns, mit der wir üblicherweise für die Biopsiebefundung zusammenarbeiten. Herr Professor Wiech ist im Urlaub und schickt seine Mitarbeiter. Das ist sehr erfolgreich, war auch letztes Jahr schon so. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und den ersten Fall stelle ich ganz kurz selber vor. Das war ein Mitte 30-jähriger Herr, der zu mir gekommen ist in die Nephrologieambulanz mit dem Wunsch nach einer Nierenbiopsie. Das war schon mal ungewöhnlich, hat man nicht so oft. Und war geschickt vom Pädiater, ja, mit Mitte 30. Und er war deshalb von dem Pädiater geschickt, weil wir eine Immundefektambulanz haben, die Krankheiten behandeln, die ich immer noch nachschauen muss. Ja, das ist also ein chronisch-infantiles, neurologisch-kutan-artikuläres Syndrom, was dieser Herr hatte. Zinka oder Nomit. Und das ist ein sozusagen Hyperinflammationssyndrom, was nicht vollständig aufgeklärt ist. Und der hat eine Proteinurie gehabt, so zwischen 6 und 10 Gramm ungefähr. Und dann ist das natürlich bei einem hyperinflammatorischen Syndrom so die erste Schlussfolgerung: Amyloidose. Ja, würde man erwarten, ist nicht sehr aufregend, warum soll man den überhaupt biopsieren? Ich habe mir da am Anfang nicht allzu viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe nur gesagt, der wird biopsiert, weil er es erstens selber möchte und zweitens, weil der Kollege aus der Immundefekt-Spezialambulanz das so möchte. Ja, ich habe da nicht allzu viel intellektuellen Geist dran verschwendet. Meine Mitarbeiter haben protestiert, die haben gesagt, das machen wir nicht, der hat sowieso eine Amyloidose, was soll der Quatsch? Und jetzt schauen wir uns an, was in der Bildgebung dann rausgekommen ist. Frau Büschek, wenn Sie uns den Fall zeigen würden. Ich rufe Ihre Datei noch schnell auf. Kleinen Moment. So, da sind wir. Ja. Ach so, ja. Also ich glaube, das ist, glaube ich, sogar der letzte Fall unten. Noch das die TMA. Noch ein bisschen weiter. Ich gehe noch weiter. Das ist jetzt der Ankerfall. Der? Nee, das ist, glaube ich, der zweite Anker. Da. Und dann, also, nee, noch eins weiter. Ich glaube, der. Oh, das ist. Das kommt nicht mehr viel. Das geht noch weiter. Das da ist die Abschlussfolie und die nächste ist es dann, glaube ich. Da müsste es hier losgehen. Da. Okay. Kann ich hiermit weiter? Danke. Also wir haben eine Nierenbiopsie erhalten, die insgesamt 28 Glomeruli gezeigt hat, davon noch keiner vernarbt. Hier einmal in der Übersicht dargestellt, wir haben eine 10-prozentige Tubulusatrophie und interstitielle Fibrose in der Biopsie gesehen. Und wenn wir uns die Glomeruli mal im Detail anschauen, dann sehen wir, dass die einen lobulierten Aufbau zeigen. Das zeige ich Ihnen gleich noch in anderen Bildern. Also dieses knotenförmige, das ist nicht normal, das ist auffällig. Und was auch auffällt, ist, dass die Mesangiumfelder hier sowohl Matrix- als auch zellvermehrt sind. Also hier dürfen maximal 4 Zellkerne in so einem Matrixfeld liegen, im Mesangiumfeld. Und da haben wir also deutlich mehr als 4. Das heißt, wir haben sowohl eine Matrixzunahme als auch eine Zellvermehrung. Und wenn man sich die Kapillarwände anschaut, dann sind die auch nicht so zart, wie sie sein sollen, sondern sie sind zum Teil doppelkonturiert. Und wir sehen innerhalb der Kapillarlichtungen zahlreiche mononukleäre Zellen. Wenn wir das weiter anschauen, sehen Sie hier noch ein, im Prinzip dieselben Veränderungen in einem anderen Glomerulus getroffen, aber dieser typische lobulierte Aufbau, der schon wegweisend ist für die Diagnose am Ende, hier nochmal diese doppelkonturierten Kapillarwände, die wir hier sehen können. Hier nochmal in einer Spezialfärbung, so groß, dass es ein bisschen unscharf geworden ist, aber hier sieht man nochmal dieses typisch doppelkonturierte. In immunhistochemischen Untersuchungen sieht man hier in der IgA-Färbung keine Ablagerungen, also das, was hier so ein bisschen rötlich sich anfärbt, ist unspezifisch. IgG ebenfalls negativ und IgM hat so ein paar Anfärbungen, ist aber das größte der Immunglobuline und deshalb bleibt das häufig hängen. Ist also auch unspezifisch fibrin, fibrinogen negativ und was aber kräftig positiv ist, ist C3. Das sehen Sie hier, diese rötliche Anfärbung, klassische Positivität und auch C1Q kräftig positiv. Wenn man jetzt hier nochmal gegenüberstellt, ja, den Antikörper IgG gegenüber dem Komplementfaktor C3, sieht man, dass der wirklich fast negativ ist, wohingegen C3 kräftig positiv ist. In der Elektronenmikroskopie ist der Fall leider nicht so eindrücklich, wie er gerade in der Lichtmikroskopie war. Was wir aber sehen, ist hier ein Mesangiumfeld. Da haben wir elektronendichte Ablagerungen
Und wir haben periphere Basalmembranen, die hier angedeutet doppelkonturiert sind. Also das hat man schon schöner gesehen. Aber ich glaube, man kann sich vorstellen, dass hier quasi die Innenschichten aufgesplittert waren, neues Matrixmaterial sich angelagert hat und das jetzt angedeutet doppelkonturiert sich darstellt. Sodass wir in der Gesamtschau zur Diagnose gekommen sind, einer mäßiggradigen membranoproliferativen Glomerulonephritis vom C3-Typ, ja, weil das C3 deutlich kräftiger war im Vergleich zum IgG und das lässt dann nach einer Dysregulation des alternativen Komplementsystems fragen. Genau. Und wirft natürlich die Frage jetzt auf, wie wir damit umgehen. Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass der Patient therapiert wird mit Anakinumab, antiinflammatorisch, und dass wegen Nebenwirkungen, die auch nachvollziehbar sind, Gelenkschmerzen, wohl auch Infekte immer wieder, also respiratorische Infekte, sehr unregelmäßig nimmt. Ja? Und jetzt kam die Frage auf, das hätte ich gern mit dem Pädiater diskutiert, der kann leider nicht, der ist auswärtig heute, wie man da weiter vorgeht. Unsere Empfehlung lautet erstens Komplementdiagnostik, die haben wir eingeleitet, das liegt leider noch nicht vor, die üblichen Komplementfaktoren etc. Ist es eventuell sogar eine unabhängige Komplementerkrankung? Halte ich für unwahrscheinlich, zwei extrem seltene Krankheiten auf einmal. Oder ist es eine unzureichende Therapie und deswegen hat er hier sozusagen indirekt komplementabhängig eben diese C3-begleitete Glomerulonephritis. Gibt es da Bemerkungen dazu? Haben Sie andere Ideen? Also da wären wir sehr dankbar für Hinweise, wie wir hier weiterkommen würden, weil das hat uns schon verwundert, dass es keine Amyloidose ist. Genau. Also Zinka ist, ich glaube, 1 zu 7 Millionen oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Und dann gilt nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit, die eine Häufigkeit mit der anderen zu multiplizieren. Da braucht man einen zweiten Planeten, um das sozusagen auftreten zu lassen. Deswegen, ja. Ist es nicht plausibel, dass der zwei extrem seltene Erkrankungen auf einmal hatte? Ja, aber das sind die Überlegungen, die wir auch hatten. Also sicherlich Komplementdiagnostik, dann wird man schlauer, so weit sind wir jetzt noch nicht. Und eben zweitens, dann soll er sein Anakinra mal regelmäßig nehmen und dann schaut man mal, wie das mit der Proteinurie dann läuft. Ja. Okay. Dann glaube ich, können wir in den nächsten Fall einsteigen. Den würde jetzt Frau Dr. Schmerler aus unserer Abteilung darstellen. Und jetzt muss ich hier dieses Wechselspiel mal beherrschen. Dann sind wir jetzt hier. Genau, ich würde Ihnen einen kurzen Fall vorstellen, der uns... Genau, vor zwei Wochen in der Klinik beschäftigt hat. Ein junger Mann, 20 Jahre, stellt sich wie immer am Wochenende in der Notaufnahme vor mit nun seit nunmehr 5 Tagen bestehenden stärksten Kopfschmerzen. Er beschreibt es als Nackenschmerzen, die bis in die Stirn ziehen. Auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 gibt er regelrecht 9 bis 10 an. Fieber bis 40 Grad, teilweise rötlich verfärbten Urin bemerkt in den letzten Tagen, aber keine typischen dysurischen Beschwerden und auf Nachfrage leichte Halsschmerzen. An Vorerkrankungen bleibt zu erwähnen, dass der Patient 2014 die Erstdiagnose eines Morbus Crohn erhalten hat. Dort ist eine Therapie mit Entocort-Mesalazin eingeleitet worden, was dann relativ zeitnah umgestellt wurde auf Azathioprin. Da er das jetzt eine Perimyokarditis erlitten hat, die im Zusammenhang mit Mesalazin gebracht wurde. Unter Azathioprin erreicht der Patient eine vollständige Remission, die zuletzt im Januar diesen Jahres kontrolliert wurde, koloskopisch mit einem unauffälligen Befund. Vom Untersuchungsbefund bei Aufnahme zeigte sich doch im AZ ein deutlich eingeschränkter Patient. Von der Untersuchung her war lediglich eine zusätzlich meningeale Reizung auffällig mit positiven Prozinski-Lasek-Zeichen. Im stationären Verlauf kam noch ein kleinfleckiges makulöses Exanthem hinzu, Unterschenkel und im Gesichtsbereich.
Laborchemisch fiel bei Aufnahme eine deutlich erhöhte Inflammation auf, Leukozyten von 15.000, CRP über 300, eine Blutsenkungsrate von 87, zusätzlich eine leichtgradig eingeschränkte Nierenfunktion mit einer GFR von 66 und einen doch deutlichen Albumin- und Proteinmangel von 26 Gramm bzw. 54 Gramm. Die restlichen Laborwerte waren soweit erstmal unauffällig. Patient wurde zügig stationär aufgenommen und einer Liquipunktion zugeführt, einfach erst Verdachtsdiagnose Meningitis. Hier zeigte sich lediglich eine leichte granulozytäre Pleozytose mit nur 11 Zellen pro Mikroliter. Laktat, Protein, Glucose waren im Normbereich, sodass zügig eine virale oder bakterielle Meningitis ausgeschlossen werden konnte. HSV, VZV im Liquor waren negativ. Aufgrund der Inflammation des Fiebers wurde doch eine ausführliche mikrobiologische Diagnostik eingeleitet. Mehrere Blutkulturen, Urinkulturen, Influenza-Abstrich, weitere respiratorische Erreger, HIV, CMV, EBV war alles negativ. Eine Lewis-Serologie, kein Hinweis auf irgendeine aktive Infektion. Urinstatus bereits bei Aufnahme fiel auf, die Erythrozyturie, was letztendlich zur Anamnese passen würde, und eine Proteinurie von über 3 Gramm, die sich dann in der Quantifizierung auch bestätigte mit 3,4 Gramm pro Gramm Kreatinin und auch eine Albuminurie von 2 Gramm. Die Antikörperdiagnostik wurde angeschlossen. Hier zeigten sich leicht erhöhte Anatiter mit 1 zu 320, in der Ausdifferenzierung dann positive Zentromer-Antikörper, diese doch aber eher unspezifisch. Die restlichen Antikörper, PR3, MPO, Anti-GBM, die PLA2-Rezeptor-Antikörper, auch Komplementfaktoren, alle im Normbereich. Die Immunglobulin-Subklassen wurden bestimmt, auch diese im Normbereich, eine Hepatitis-Serologie, auch Tuberkulose-Quantiferon-Test wurde durchgeführt, blieb alles unauffällig. Aufgrund der Vorgeschichte wurde dann noch eine Bildgebung initiiert, CT-Thorax-Abdomen, aber auch hier kein Hinweis auf irgendwelche Absedierungen oder andere Infektfoki. Aufgrund der Kopfschmerzen wurde noch eine kardiale MRT-Diagnostik durchgeführt. Hier zeigten sich in den T2-Wichtungen doch relativ auffällige für das Alter Hyperintensitäten. Also sieht man hier sehr schön, vor allem in den frontalen Bereichen, die laut Radiologen deutlich zu viel sind für einen 20-jährigen Patienten. Aber auch diese eher unspezifisch als Differentialdiagnose, eine Kleingefäßvaskulitis oder auch Migräne assoziiert möglich. Gut, da kommen wir schon zur ersten TET-Umfrage. Also zusammenfassend ein junger Mann mit Fieber, Kopfschmerzen, eine Proteinurie, also eine nephrotischen Proteinurie, diese zerebralen Auffälligkeiten, woran hätten Sie jetzt als erstes gedacht? Erstens, das sind alles extraintestinale Manifestationen eines Morbus Crohn, eine post- oder parainfektiöse Glomerulonephritis, eine membranoproliferative Glomerulonephritis, möglicherweise im Rahmen eines stattgehabten Infektes, eine IgA-Vaskulitis oder keine der oben genannten Diagnosen. Ich habe einen Fehler gemacht auf dem kleinen Bildschirm, natürlich IgA-Vaskulitis ist hier. Sekunden bitte jetzt. Ja. Gut, dann fragen wir unsere Nephropathologen. Ja. Dann braucht es noch den 50-50-Joker anscheinend. Das ist jetzt, glaube ich, die erste. Genau. Ich glaube, der erste Fall, genau. Das war jetzt immer wieder hinten, leider. Ich glaube, das ist jetzt ganz am Ende. Also wir haben von besagtem Patienten eine Nierenbiopsie bekommen, die insgesamt 10 Glomeruli zeigt, von denen 3 segmental vernarbt waren. Die Tubulusatrophie und interstitielle Fibrose mit unter 5%, also sehr gering.
Wenn wir uns die Glomeruli im Detail ansehen, sehen wir das, was Ähnliches, was wir gerade eben schon gesehen haben, nämlich eine Matrixvermehrung und auch eine Zellvermehrung der Mesangiumfelder. Und wir sehen innerhalb der Kapillarlichtungen einzelne neutrophile Granulozyten. Wenn man hier weiter guckt, auch hier wieder neutrophile Granulozyten in den Kapillarlichtungen. Und hier sehen wir noch einen Glomerulus, der ein zellreiches Kapselproliferat zeigt. Also hier ist Folgendes passiert, hier ist eine Kapillarwand, hat ein Defekt, ist kaputt gegangen, Blut und Fibrin sind ausgetreten. Das sehen Sie auch hier, das ist eine frische Nekrose. Und was dann passiert ist, dass die Parietalzellen der Baumann-Kapsel, die normalerweise hier außen liegen, proliferieren, um diesen Defekt abzudecken, um das Geschehen quasi einzudämmen. Und das ist das, was Sie hier sehen, also ein zellreiches Kapselproliferat mit frischer Nekrose. Hier noch, was wir gesehen haben, sind Erythrozytenzylinder in einzelnen Tubuluslichtungen. Das sind diese hier, die Sie hier finden können. Und wir haben ein kleines epitheloidzelliges Granulom gefunden im Interstitium. Ohne Riesenzellen, ohne Nekrose, aber nachweisbar. Und hier in der Immunhistochemie zeigt sich eine granuläre mesangiale Positivität für C3. Ja, das sind hier diese rötlichen Anfärbungen in den Mesangiumfeldern. Demgegenüber IgG glomerulär komplett negativ. Und wenn wir uns die elektronenmikroskopischen Bilder anschauen, dann sehen wir diese typischen subepithelialen elektrondichten Ablagerungen, die aufgrund ihrer Masse als Humps bezeichnet werden. Einmal hier oder auch hier oben noch zu sehen. Und ansonsten sind die peripheren glomerulären Basalmembranen regelrecht aufgebaut. Keine Aufsplitterungen jetzt hier, keine Rupturen zu sehen, keine Doppelkonturen zu sehen und die Podozyten an der Oberfläche regelrecht ausgebildet. Sodass wir in der Gesamtschau zur Diagnose kommen einer mäßiggradigen endokapillären Glomerulonephritis vom postparainfektiösen Typ, hier mit einer herdförmig frisch nekrotisierenden extrakapillären Komponente. Kann ich ja noch ein paar Worte zum weiteren klinischen Verlauf erzählen. Also der Befund hat uns doch, also ich meine, ja, wir haben auch dran gedacht, aber doch auch überrascht, weil für uns doch eher die IgR-Vaskulitis an erster Stelle stand, weil, wie gesagt, keine jeglicher Infektfokus gefunden wurde. Bei eben Proteinurie haben wir mit einer Orbason-Stoßtherapie angefangen, noch bevor letztendlich das histologische Ergebnis kam. Darunter kam es innerhalb kürzester Zeit zu einer vollständigen Rückbildung des Krankheitsbildes. Der Patient lief wiederum auf Station, entfieberte vollständig. Das CRP ist von über 300 auf 17 runtergegangen. Kreatinin hat sich auch wieder leicht verbessert und die Proteinurie wirklich innerhalb einer Woche von 3 Gramm auf 0,3 Gramm rückläufig gewesen. Sodass sich jetzt mit diesem klinischen Verlauf die Frage stellt, was machen wir da jetzt draus als endgültige Diagnose? Deswegen jetzt die zweite Umfrage. Wir haben so ein Granulom in der Niere gesehen. Hat das irgendwas zu tun mit Morbus Crohn eventuell? Das wäre A. Bleiben wir jetzt bei einer postparainfektiösen GN, müssen doch noch weitersuchen, ob er vielleicht irgendwie eine Endokarditis lenta hat oder irgendwo einen stattgehabten Infekt, den wir einfach noch nicht finden konnten. Entwickelt sich vielleicht noch eine MPGN vom C3-Typ draus, vielleicht im Verlauf oder... Der Kasus bleibt mir nach wie vor unklar. Also jetzt hat sich das Blatt zur postparainfektiösen geändert. Ja, bleibt letztendlich stehen, ne? Genau. Also man muss sagen, initial die Kollegen, also der Patient war in der Infektiologie, da war dieser U-Status, er hatte hohe Entzündungswerte, hatte eine Leukozyturie, Erythrozyturie, die haben erstmal kalkuliert, Ciprofloxacin gegeben, aber auch nur für 2 Tage, die Urinkultur war negativ und darunter ist eigentlich das CRP noch weiter angestiegen, spricht er jetzt gegen einen Effekt von 2 Tagen Ciprofloxacin. Weitere Hinweise, Gedanken? Also Toxscreen ist jetzt nicht gemacht worden. Wir haben Patienten mehrfach befragt. Er hat es verneint, ja.
wir haben uns ja im Endeffekt, wir wissen es natürlich auch nicht, aber wir haben uns eigentlich so gedanklich auch für diese Postparainfektiöse GN entschieden und haben gesagt, dass wir sozusagen den akuten Anfang vielleicht ein bisschen verpasst haben. Aber sag mal, es wird da wahrscheinlich keine Lösung geben. Ne? Okay. Gut, vielen Dank. Ja, ehrlich gesagt sind Granulome in der Niere selten. Man liest, dass das bei Morbus Crohn-Patienten vorkommen kann, aber das ist wirklich eine Rarität, dass Sie das bei einem Morbus Crohn-Patienten sehen, auch wirklich. Wir haben es aber dann doch am ehesten bei dieser Vorgeschichte oder bei der Erkrankung dazu gerechnet. Am Ende kann man es nicht sagen. Das kann auch mal ein Tarmhausfallprotein sein, was irgendwie ausgetreten ist aus einem Tubulus. Das kann auch ein Granulom machen. Das haben wir zwar jetzt nicht gesehen, kann aber in einer anderen Ebene ja irgendwie gewesen sein. Ich glaube jetzt nicht, oder es sieht nicht so aus wie ein Granulom bei einer Tuberkulose zum Beispiel. Da hätten wir Nekrosen erwartet in Riesenzellen und dann hätten wir auch mehr Granulome erwartet. Eine Sarkoidose kann auch immer mal wieder Granulome machen in der Niere, aber ich glaube, also entweder gehört es in meinen Augen zu dem Morbus Crohn oder es ist ein Zufallsbefund, der da mit der Erkrankung nichts zu tun hat. Gut, vielen Dank. Nächster Fall wird von Frau Dr. Rauch vorgestellt, bei uns Oberärztin. Und er hat es auch in sich, würde ich sagen. Guten Tag, ich würde Ihnen gerne einen Patienten vorstellen, der sich... den wir aus einem, Anfang Dezember aus auswärtigem Krankenhaus übernommen haben, akutes Nierenversagen, Hämoptysen-Dyspnoe, Myalgien, Leistungsmindererung, laborchemisch war Kreatinin, also die Nierenwerte schon fortgeschritten, eingeschränkt, hat eine mäßige Proteinurie und Albuminurie. Hat einigen Erkrankungen mitgebracht, die wir möglicherweise auch etwas unterschätzt haben, der klinisch einen guten Eindruck gemacht hat, aber nichtsdestotrotz waren COPD, hypertensive Herzerkrankung, Immunthrombozytopenie, chronische Pankreatitis beim C2-Abusus, Nikotinabusus und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns gleich am Aufnahmetag haben wir die Nierenbiopsie durchgeführt. Ja, hier haben wir eine Nierenbiopsie erhalten im letzten Jahr mit Nierenrindenparenchym, das insgesamt 50 Glomeruli gezeigt hat, von denen aber schon 20 vollständig vernarbt gewesen sind. Hier die Tubulusatrophie und interstitielle Fibrose jetzt mit 30% anzugeben, sieht man vielleicht schon in der Übersicht diese blauen, dunklen Areale, die ein Entzündungsinfiltrat zeigen, wo man auch sieht schon in der Übersicht, dass die Tubuli weggehen und kaputt gehen, fibrosiert sind. Hier nochmal ein bisschen größer raus fotografiert und ich finde das ein schöner Ausschnitt, weil man hier ein typisches Bild dieser Erkrankung sieht. Wir haben hier ein Nebeneinander von verschiedenen Krankheitsstadien. Also wir haben Glomeruli, die noch leidlich in Ordnung aussehen. Wir haben zahlreiche Glomeruli, die vollständig vernarbt sind. Und wir haben aber auch einen jetzt hier in dem Bild, der ein Kapselproliferat zeigt. Wenn man sich das näher anschaut, haben wir das in insgesamt 4 Glomeruli gefunden. Kapselproliferate, die noch zellreich sind, das heißt also noch zahlreiche Zellen aufweisen, wenig Vernarbung zeigen. Und wenn man hier die immunhistochemischen Untersuchungen macht, sieht man, dass es eigentlich weitgehend negativ ist. IgA, IgG komplett negativ, IgM wieder so ein bisschen unspezifisch, fibrinogen C3 negativ und C1Q wieder so mit einer flauen unspezifischen Positivität. Die Elektronenmikroskopie ebenfalls weitgehend unspektakulär, regelrechte Mesangiumfelder, die Sie hier sehen können, ohne Nachweis von Depots. Hier die peripheren Basalmembranen, die sind regelrecht, die sind nicht aufgesplittert, die sind nicht verdickt. Die Podozyten an der Außenfläche
regelrecht ausgebildet, sodass wir hier zur Diagnose einer herdförmig ausgebildeten, teils schon vernarbten, aber teils auch noch frisch nekrotisierenden intra- und extrakapillären Glomerulonephritis gekommen sind vom Pauzi-Immunentyp. Anzahl der nicht geschädigten Glomeruli liegt bei 52%. Das war die Diagnose. Also parallel Antikörpernachweis mit niedrigem MPO. Und gleich nach dem Befundeingang haben wir den ersten Cyclophosphamid in nicht reduzierte Dosis appliziert. So, danach, am zweiten, nach zwei Wochen hatte sich der Patient mit zum zweiten Cyclophosphamid wieder vorgestellt. Nach der Applikation in der Nacht hat er aufgefiebert, 39,2. Und das war jetzt unklar, woher diese Fieber kam. Wir haben umfangreiche Diagnostik veranlasst. Alle Medien waren negativ gewesen. Klinisch und paraklinisch gab es auch keinen Hinweis wirklich auf einen Infektfokus. Wir haben ihm eher eine Frage, ich habe Pneumonie angedichtet und angesichts der Immunsuppression auch antibiotisch behandelt. Auffällig fand sich eine laborchemisch schwere Hypokalzämie. Bei normwertigem Albumin haben wir gewertet, dass möglicherweise mal Assimilation bei C2-Abusus oder einfach bei schwerer Hypomagnesiämie auch eine gestörte BTH-Freisetzung. Patient ließ sich aber nicht überzeugen, weiter stationär zu bleiben, um das zu substituieren und ging nach Hause gegen ärztlichen Rat. Zum dritten Zyklus sollte Anfang Januar kommen, hat sich gemeldet, dass ihm nicht gut ginge und wollte das erstmal jetzt absagen. Aber war dann überraschenderweise noch schneller da, als wir gedacht haben, diesmal auf Intensivstation. Jetzt hat er führend war eine neurologische Symptomatik mit Beginn der Lähmungen, mit dem Dysarthrie, Dysphagie, also im Sinne vom Pseudobulbärem Syndrom. Zusätzlich hat er jetzt ein dialysepflichtiges Nierenversagen gehabt mit Kreober 700, Harnstoff 36, war uremisch, sodass die Dialyse eingeleitet werden musste, lag zu Hause auch ein paar Tage, hat eine Rhabdomyolyse, war deutlich exsikiert und hatte auch so schwere Elektrolyt, die Elektrolyte waren schwerst arrangiert, Hyponatriämie, Hypokalzämie, hyperglykämischen Gleist, Harnwegsinfekt. So, nach der initialen Stabilisierung ist er dann zu uns gekommen und war die Frage, wie machen wir weiter? Der Patient war jetzt dialysepflichtig, war jetzt noch nicht so weit, dass man einen Dialyseauslassversuch starten konnte. Dialyse musste fortgesetzt werden und was machen wir weiter? 10 Sekunden für diese schwierige Entscheidung. Tja, darüber haben wir auch gedacht, wollten aber einen Überaktionismus auch wiederum verhindern, dass das eigentlich alles sprach dafür, dass das irgendwie, also turbulent-interstitielle Genese jetzt das Problem war, der Patient lag lange zu Hause, war hypoton, hatte sicherlich Tubulusnekrose abgekriegt, möglicherweise Pigmentnephropathie bei dieser Rhabdomyolyse. So, dass wir, und MPO war am Anfang sehr niedrig, tittrig, so dass wir erstmal gedacht haben, vielleicht dann doch erstmal Fortsetzung der Chemotherapie. Jetzt ist die Frage, und dann erstmal abwarten, was darunter passiert. Der Patient war auch in deutlich reduziertem Zustand. Und dann noch Re-Evaluierung dann im Verlauf. Wir haben uns lange Zeit die Gedanken gemacht, welche Chemotherapie wir jetzt auswählen. Frage Cyclophosphamid bei fraglicher allergischer Reaktion. Diesbezüglich gibt es ausreichende Literatur zu finden. Frage ist, kann man Cyclophosphamid wieder geben nach so einer Reaktion? Und hier handelt es sich um eine Reaktion von Soforttyp, obwohl diese Soforttyp heißt nicht gleich in dem Moment nach der Applikation, sondern kann von 8 Stunden bis sogar 10 Tage auftreten. Erklärt ist es dadurch, dass die Patienten reagieren nicht direkt nur auf Cyclophosphamid, sondern auf Cyclophosphamid-Metabolite und die eben durch ihren Halbwertszeit auch bis zum 10 Tage dann diese allergische Reaktion auftreten kann.
Kann man es wiedergeben nach so einer Reaktion? Antwort ist ja, es sei, der Patient hatte eine schwerste allergische Reaktion im Sinne von Anaphylaxie, Angioödem, dann sollte man das eben vermeiden. Aber wenn es jetzt um eine Urtikaria oder Aufwieberung mit entsprechender Prämedikation, kann man das unter Monitoring dann weitergeben. Die zweite Frage, die sich gestellt hat, wie geht es weiter? Chemotherapie bei nun dialysepflichtigen Patienten. Soll man es machen oder nicht? Er ist schon dann durch seine Dialysepflichtigkeit doch irgendwie immunsupprimiert. Soll man ihn gefährden mit weiteren Immunsuppressionen? Und diesbezüglich konnte ich leider nur eine Studie finden. Zwar, das handelt sich um eine retrospektive Studie, die 155 Patienten eingeschlossen hat in der Zeitraum von 1985 bis 2011. Alle Patienten hatten ihren histologischen Nachweis einer ANCA-assoziierte Vaskulitis und wurden immunsuppressiv behandelt. Einschlusskriterium war also GFR unter 15. Outcome war so, dass 50% hatte ein gutes Ansprechen auf Chemotherapie und kam von der Dialyse weg. 35 waren Non-Responder, die sind dialysepflichtig geblieben und 14% der Patienten sind verstorben. Von diesen 35%, die an der Dialyse geblieben sind, also das war nach 4 Monaten Beobachtung, waren nur 5%, glaube ich, die dann überhaupt von der Dialyse weggekommen sind. Aber die Message ist, dass die Fortsetzung einer Chemotherapie, wenn nach 4 Monaten kein wirklich Response da ist, soll man nicht weitermachen. Tja, wir haben uns jetzt dann einen Mittelweg ausgesucht und haben die Chemotherapie also mit oralem Cyclophosphamid fortgesetzt und haben beschlossen, den Patienten in 3 Wochen wieder aufzunehmen zur Re-Evaluierung. Nach 3 Wochen ist er wiedergekommen, hatte dann, die Nierenwerte waren unverändert, sodass wir dann beschlossen haben, jetzt Nierenbiopsie doch durchzuführen. Genau, wir haben dann also in diesem Jahr eine erneute Nierenbiopsie bekommen, hier in der Übersicht zu sehen, diesmal 26 getroffene Glomeruli, 5 vollständig vernarbt, 12 zeigen segmentale Vernarbungen und die tubulus-atrophien-interstitielle Fibrose in der Vorbiopsie noch bei 30%, jetzt auf 40-50% angestiegen. Und wenn wir uns die Glomeruli im Detail ansehen, dann finden wir noch zellreiche Kapselproliferate. Wir finden aber auch fibrozelluläre Kapselproliferate. Das heißt, hier nimmt der Zellgehalt in diesem Halbmond ab und die Fibrose nimmt zu. Also das ist quasi das Stadium eines Kapselproliferates, hier weiterhin Zellabnahme. Und das ist quasi das Endstadium. Hier sehen Sie noch einen vollständig vernarbten, zellfreien Halbmond. Also diese Stadien haben wir alle gefunden. Immunhistochemische Untersuchungen wiederholt, auch hier IgA, IgG negativ, IgM flau und unspezifisch positiv, auch Fibrinogen C3 und C1Q negativ. In der Elektronenmikroskopie haben wir jetzt wenig elektronendichtes Material in den Mesangiumfeldern, die ein bisschen Matrix vermehrt, aber das ist auch im Prinzip unspezifisch. Wenn man sich jetzt hier die peripheren Basalmembranen anguckt, sind die jetzt hier vielleicht ein bisschen verdickt, aber die Podozyten noch regelrecht ausgebildet. Wir haben keine Aufsplitterungen, keine subepithelialen oder subendothelialen Depots gefunden. Und deshalb bestätigt sich auch in der zweiten Biopsie die Diagnose, die wir schon an der ersten gestellt haben, jetzt allerdings weiter fortgeschritten, mit herdförmig ausgebildet, teils vernarbte, kleinhärtig floride, intra- und extrakapilläre Glomerulonephritis vom Pauzi-Immuntyp. Anzahl der nicht geschädigten Glomeruli liegt jetzt bei 31%. Und wenn man sich da beide Biopsien gegenüber anschaut, hatten wir vorher nicht geschädigt, noch 50%, sind jetzt bei 30%. Und der Risikoscore in einem terminalen Nierenversagen zu landen, ist leicht angestiegen. Nein, das haben wir nicht gesehen. Genau, also definitionsgemäß nach Euler, also wir haben jetzt eigentlich eher eine Verschlechterung, also unveränderte oder erhöhte sogar Krankheitsaktivität bei Ankervaskulitis nach der Behandlung mit Standardtherapie. Ehrlicherweise Biva-Score haben wir in dem Fall nicht gemacht, das war auch schwer einzuschätzen, was er an
Probleme mitgebracht hat und was war jetzt im Rahmen vom Ankervaskulitis. Und das wäre jetzt tatsächlich alles einfach zu leicht zu sagen, ja, es ist jetzt refraktärer Krankheitsverlauf, Chemotherapieumstellung. Wir hatten tatsächlich das Problem, dass nach dieser Nierenbiopsie in der Nachpatient hat ein ausgedehntes retroperitonales Hämatom entwickelt, war hemodynamisch instabil, transfusionspflichtig, musste auf Intensivstation übernommen werden und am nächsten Tag musste leider nephrektomiert werden. Also jetzt haben wir einen dialysepflichtigen Patienten, der im Vorfeld mit zwei Nieren bereits dialysepflichtig war. Jetzt ist nun aber einnierig und hat aber noch erhaltene Diurese. Wie weit soll man ihm jetzt weiterhin mit der Chemotherapie, wie weit soll man das jetzt ausreizen? Wir haben uns aber trotzdem entschieden, die Therapie auf Rituximab umzustellen, dass es sich hier nicht nur um jetzt renale Beteiligung handelt, sondern sicherlich bestand auch eine zerebrale Manifestation. Und zwei Zyklen Rituximab hat er jetzt bis jetzt gut vertragen und jetzt muss man abwarten, wie der weitere Verlauf wird, ob sich die Niere einigermaßen von der Dialysepflicht erholt oder ob man das dann doch aufgibt. Ja, also sehr, sehr, sehr komplexer Verlauf. Gibt es zunächst mal Fragen? Ja, Frau Bruns? Nee, hinter Ihnen. Ja, da war eine Frage. Ja, zwei Fragen. Das eine ist Steroide. War der Patient nicht Steroid? Also ja. Also ja, Steroide hat er gehabt durchgehend, also nach Pexivas-Schema, also initial, also 3 Tage Urperson und dann so Pexivas-Schema. Also. Ja, aber hat er auch nie offensichtlich richtig gut drauf. Okay. Und das Zweite ist mit dieser allergischen Reaktion, ja. Gerade jetzt bei so einer Autoimmungeschichte, könnte der auch eine Pneumonoprenalis-Syndrom gehabt haben, gab es da Hinweise drauf? Nein, also wir haben so komplette Computertomographie, Bronchoskopie, also diesbezüglich gab es keinen Hinweis darauf. Erwähnt, ja. Die Frage ist ja tatsächlich bei dem Fall für uns so schwierig. Diese erste Rehbiopsie, die meisten hier gewotet haben, ist wirklich ein komplizierter Fall. Und Frau Büchel, vielleicht können Sie was dazu sagen, wenn Sie innerhalb von 4 Wochen schon rehbiopsieren, sind Ihre zellulären Veränderungen, die Sie haben bei den Kapselproliferaten und so weiter, sind die wirklich, wie werden Sie die? Sind das noch Reste? Oder wenn Sie noch fluoride und zelluläre Veränderungen, fibrozelluläre sehen, sind es also Residuen oder ist das eine ongoing Ankervaskulitis? Also würden Sie innerhalb von 4 Wochen tatsächlich glauben, dass Sie refraktär sind? Er hatte angesprochen, das Krea wurde besser und dann gab es diesen Knall, Weihnachten sich gegen Rat entlassen. Kam als neurologisches Wrack zurück. Der sah aus wie eine schwere Kontinuumlyse. Der konnte weder essen noch reden. Es war dramatisch. Ist das extra renale Ankervaskulitis? Wir haben ja einen Ruprecher, einen Experten. Also, das ist eine super schwierige Situation. Und so früh Reh zu biopsieren, birgt das Risiko, dass man etwas sieht, was wahrscheinlich noch von der akuten Situation vor 4 Wochen stammt. Also, das zu interpretieren war uns so unmöglich, dass wir genau deshalb erst so lange gewartet haben, bis zur Rehbiopsie. Und wir zeigen den Fall auch, gleich Frau Pechel, weil wir zeigen auch, wir hatten gestern einen Nierenbiopsie-Kurs, auch bei uns, wir punktieren sehr, sehr viel. Das ist eine Risikopunktion, so ein dialysepflichtiger Patient mit so einer schlechten Nierenfunktion zu punktieren. Und es ist dramatisch, dass das passiert ist. Wir wollten den retten, nicht nur wegen der renalen Situation, auch wegen der extrarenalen Situation, haben die Niere am Ende gekostet. Auch weil bei uns diese interventionelle Angiologie Bereitschaft, die man immer sich erhofft und die sein soll, Freitagabend eben 20 Uhr nicht da ist und der Urologe dann daran geht und der schneidet ihn mal da rein. Also wir sind da auch unglücklich mit dem Fall. Frau Pesch. Wenn man 4-Kalzium ionisiert, geht es ja jedem schlecht. Das muss ja doch populär gewesen sein und die haben uns das erklärt. Das muss ja verschiedene Dinge ausgehen. Also die Frage war 0,4 Calcium, ob das zur neurologischen Symptomatik beigetragen hat. Wir müssen das, ich reiche das Mikrofon dann gleich rum, weil wir ja das ja übertragen, ja. Aber 0,4 Calcium vielleicht, Kommentar dazu. Absolut, absolut. Nur mit 0,4 Calcium saß der fit und gesund und ging gegen ärztlichen Rat nach Hause. Der war vor Weihnachten schwer hypokalzäm und ist sozusagen
uns davongerannt, weil Weihnachten vor der Tür stand. Es war der 21. Dezember. Das heißt, der war so hypokalzem und so oligosymptomatisch. Und ich glaube tatsächlich, diese Hypomagnesämie, der hat Alkohol getrunken bis Silvester durch. Der war alkoholabhängig. Seit dem 1. Januar ist er trocken. Der hat persistierend getrunken. Und wir kennen das bei Alkoholikern, gibt es schwere Freisetzungsstörungen von Parathormonen. Die kriegen einen schweren Hypoparathyroidismus, der diese Hypokalzämie erklärt. Aber wir kennen diesen Menschen in gutem Zustand mit schwerer Hypokalzämie, ohne dass der klinisch symptomatisch war. Und das zweite Gegenargument ist, wir haben es natürlich rasch substituiert und er wurde 0,0 besser. Hat sich nicht verändert, auch dann mit normalem Kalzium. Sehr wahrscheinlich, genau. Mich wundert ehrlich gesagt so ein bisschen, dass noch kein Protest gekommen ist gegen die fehlende Plasmapherese oder vermeintlich fehlende Plasmapherese. Er guckt schon so. Aber da hat sich ja die Datenlage geändert. Was sagen jetzt, was Herr Rupprecht? Ja. Fehlende Plasmapherese sehe ich überhaupt nicht so. Also ich glaube, gerade nach Pexivas haben wir keinen dringenden Grund, es zu geben. Aber ich möchte noch mal darauf zurück, wie der Patient sich ja bei der Wiedervorstellung, bei der Rehospitalisierung präsentiert hat. Ich meine, der kam ja schwer neurologisch defizient. Jetzt gibt es das mal bei der ANCA-assoziierten Vaskulitis, ja, dass man schwere Pachymeningitis und eine starrzerebrale Beteiligung hat. Aber unter der Therapie, auch von der Nierenbiopsie her, würde ich sagen, naja, das schaut in etwa gleich aus, vielleicht leicht fortschreiten, ein bisschen Biopsie-Error. Da hat sich nicht viel getan. Ich würde auch nicht allzu viel erwarten nach der kurzen Therapiedauer, dass die Halbmonde da plötzlich wegschmelzen. Das ist alles nicht der Fall. Das heißt, warum präsentiert er sich mit dieser neurologischen Symptomatik? Der ist außerdem schwer hyponatriäm. Und ich hätte auch am ehesten dran gedacht, bei den Alkoholikern, die ja doch Schwankungen in ihrem Natriumspiegel haben, dass man ein osmotisches Demyelinisierungssyndrom haben, oder pontine Myelinolyse, wie es früher hieß. Deswegen meine Frage, ist ein MRT des Hirnstamms gemacht worden? Hat man da irgendwo in der Pons oder Extrapontin irgendwelche Demarkierungsherde gefunden, die dafür sprechen? Haben wir dafür auch an das gedacht. MRT ist durchgeführt worden und auch mit der Frage nach Vaskulitis-Beteiligung, also ZNS-Beteiligung bei der Vaskulitis. Und das war unauffällig. Also auf gar keinen Fall Hinweis auf eine pontine Myelinolyse. Aber muss ehrlicherweise gestehen, dass trotz dieser Fragestellung, die Radiologen haben die falschen Sequenzen gefahren, sodass diese eindeutige Aussage bezüglich ZNS-Beteiligung konnte nicht bildgebend getroffen werden. Ja. Die Frage ist, kritischer Alkoholiker ist die Hauptrisikopopulation, die es irgendwie gibt für genau zum ODS. Und es ist in irgendeinem Journal schön gezeigt, selbst wenn Sie Richard Stearns unterbieten mit 8 Millimol Korrektur pro Tag und nur 3 Millimol pro Tag, Millimol pro Liter pro Tag Natriumanstieg haben, karektische Alkoholiker kriegen das unglaublich häufig. Das war unser allererster Gedanke, diese pseudobulbäre Symptomatik, Schluckstörung schrie danach, in der Bildgebung ganz klar nicht nachzuweisen. So, wir müssen so ein bisschen an die Zeit denken. Vielen Dank, das war interessant. Den letzten Fall stellt Herr Wendt vor. Überschrift ist schon da. Bitte schön. Auch, Sie merken, wir haben nur Fälle, die rezent unklar sind. Wir wollten also keine seltenen Fälle zeigen, wo wir sagen, wow, wir haben was Tolles gefunden und diagnostiziert und sind großartig, sondern im Gegenteil, wir zeigen, wie defizitär manchmal die Situation möglicherweise ist. Mein Chef schimpft jetzt. Dieser Fall beschäftigt uns auch sehr. Das ist einer der kränkesten Damen, die ich gesehen habe. Ich wurde nachts um 4 angerufen. Um 2:20 Uhr war sie in der Notaufnahme und 4 Uhr riefen die an und wollten mir gar nicht die Patienten groß vorstellen, sondern mir erzählen oder mich fragen, ob die nicht auf Normalstation darf. Die ist sehr jung, hat 2 kleine Kinder. Gibt es hier irgendwas zum Weiterdrücken? Also drücke ich hier drauf. Ah ja. Und die Geschichte ist eigentlich ein No-Brainer. Die hatte Durchfall gehabt, die ganze Familie hatte Durchfall vor ein paar Tagen. Der Durchfall war schon weg, jetzt hat sie nur noch erbrochen, ihr war immer übel. Wir haben eine engagierte Hausärztin, die hat die alle paar Tage gesehen, hat eine normale Baseline-Nierenfunktion gehabt, wenige Tage vor der Hospitalisation. Und die interessante Komorbidität ist, die hat eine Multiple Sklerose und hat eine Interferon-Beta-Therapie. Die meisten ahnen wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. Also nachts um 4, es gab schon mehrere Anrufe, da sind sie nicht der Hellste. Und sie wollte eigentlich nur wissen, kann die auf Normalstation? Denn
der hatte eine Atemfrequenz von 50 und eine Sättigung von irgendwie 80. Eine 33-jährige junge Dame, also die Frage ist absurd, zumindest fand ich es um 4 Uhr morgens absurd, aber was sie mir nicht erzählte, das war dann der Anruf um 4.30 Uhr, dass jetzt das Blutbild da ist und die ist thrombozytopen. Die meisten wissen wahrscheinlich, wo es hinläuft, also Nierenfunktion vor wenigen Tagen noch normal, jetzt 850 Kreatinin, wenn Leute in Milligramm pro Deziliter rechnen, durch 88, das ist 10 oder sowas. 10, ein 10er Kreatinin in der anderen Einheit. Und wie es dann so ist, dann haben wir natürlich gesagt, LDH, Fragmentozyten, gucken Sie nach, hat in der Hämolyse. Und sie hat eine Coombs-negative Hämolyse, eine LDH von 28, beeindruckende, für dieses Krankheitsbild überraschende, hohe Proteinurie. Und ja, Sie kennen das, das ist bis zum Beweis des Gegenteils eine thrombotische Mikroangiopathie. Und das ist ja eine rein klinische Diagnose. Sie kennen die ganzen Studien, die gelaufen sind, die zur Zulassung von Ecolizumab führten. Die fast alle waren ohne Biopsie. Man braucht keine bioptische Diagnose. Wenig Thrombozyten, eine mikroangiopathische, Coombs-negative Hämolyse, nicht Autoantikörper vermittelt, Haptoglobin niedrig, LDH hoch, plus ein Organ, das flöten geht. Das können Sie TMA nennen. Und Sie kennen das, dann macht man Adams-Test 13 in unserem Klinikum. Innerhalb von 4 Stunden kriegen wir das immer. Also wir haben diesen Patienten, um 4 war der Anruf, dann war 5 Uhr auf der Intensivstation. Die sahen das dann ein mit Atemfrequenz von 50. Aber ich zeige Ihnen gleich mehr dazu. Das sind beeindruckende Bilder. Um 10 Uhr hatten wir dann die Adams-Test 13. Wir hatten vorher auch ein Score gemacht, ein Plasmid-Score, der uns zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit in der Konstellation ohnehin sehr gering war, dass das eine TTP wäre. Also das haben wir nicht. Die Dame hatte keinen Stuhlgang. Um zu wissen, ob es ein Ahus ist, muss man mit dieser Diarrhoe-Anamnese einen Steckhus ausschließen. Dann hatte die keinen Stuhl. Und das war unheimlich schwer, so eine ateminsuffiziente Patientin, die auf der Intensivstation alle dann beeindruckt hat, die Leute zu überzeugen, dass man Stuhl gewinnen muss, dass man da also tatsächlich dann in Rohr reinschieben muss, um irgendwo Stuhl zu gewinnen, damit man den Steckhus ausschließt. Hier ist die normale Adams-Test-13-Aktivität, hier ist das ausgeschlossene Shiga- oder Verotoxin. Also wir haben hier tatsächlich ein Ahus vor uns. Und deswegen die erste Frage, wir sind hier am ersten Tag, 24 Stunden, 36 Stunden nach Aufnahme der Patientin. Der geht es ziemlich schlecht auf der Station, die hat Luftnot. Wir haben Steckhus und TTP ausgeschlossen. Es liegt eine TMA vor, wir nennen das Ahus. Und was würden Sie machen? Plasmapherese und Steroide, Ecolizumab, das Beta-Interferon erstmal absetzen und abwarten oder andere Dinge. Für die gibt es übrigens auch Daten. Das finde ich interessant. Ich will vor allen Dingen die überzeugen, ich halte eins für falsch, würde ich nicht machen. Es machen aber ganz, ganz viele, ist hochinteressant. Also das ist nicht unerwartet. Aber wie gesagt, vielleicht denken viele, also das hat Aspekte, die ganz repräsentativ wahrscheinlich sind für das, was in Deutschland passiert. Das erste, 12% Komplement, das ist ein No-Brainer. Also die Beta-Interferon-Therapie bei der MS oder für andere Indikationen ist tatsächlich ein typischer Trigger für eine TMA, für einen Ahus. Und ich habe diesen Fall unter anderem deshalb genommen, weil das führt zu der Bezeichnung sekundäres Hus, das kennen Sie. Ist ein Ahus oder ist es ein sekundäres Hus? Das ist eine ganz schwierige Diskussion. Die aktuelle Empfehlung lautet, wenn Sie eine klare Triggersituation haben, oder Sie kennen das Calcineurin-Inhibitoren oder haben Sie eine schwere Infektion oder Pneumokokkenpneumonie, dann setzen Sie doch erst die Triggersituation ab und warten Sie ab, was passiert. Ich will nur noch mal bedenken, Atemfrequenz 50, 800 Krea, 33 junge Dame, schwerstkrank auf ITS. Absetzen und abwarten finde ich sehr, sehr mutig. Aber Sie sehen, es gibt eine Menge Paper, dass Beta-Interferon-Therapie ganz klar TMA auslöst. Und Sie kennen hier in dieser Evolution in der Darstellung, was ist ein primäres TMA-Syndrom oder was ist ein Ahus, gibt es, wenn TTP und Steckhus ausgeschlossen ist, diese ganze Gruppe von Erkrankungen,
die alle Aarhus sind, aber die unterschiedliche Triggerfaktoren diskutieren und zu einem primären TMA-Syndrom ernannt worden, was auch immer damit man anfängt. Aber das Entscheidende ist, wir sind irgendwo hier unten und haben wahrscheinlich das, was man Drug-Induced HUS nennt, nämlich eine klare Triggersituation mit dem Beta-Interferon. Und die gängige Vorstellung ist, dass man sagt, wenn man eine Triggersituation hat, die es schafft, tatsächlich eine TMA auszulösen, muss es eine Prädisposition geben, die man übrigens nur in 60% der Fälle ungefähr greifen kann, indem Nephrogenetiker wie Halbritter, den Sie gleich kennenlernen werden, aber Herr Bergmann kennen Sie ja von der Biosensia oder Martin Nagel, die machen dann ein NGS und screenen die ganzen Komplementgene durch und finden in 60% der Fälle irgendetwas. Und wir wissen sogar, dass einige Situationen eine stärkere Prädisposition bedeuten als andere. Bei dieser Patientin, um es hinten zu machen, kam vor wenigen Tagen der Befund, die hat keine fassbare Prädisposition. Wir haben also keine genetische Mutation gefunden, aber wir haben einen typischen auslösenden Faktor. Ich würde jetzt erstmal auf die, oder darf ich kurz die Röntgenbilder zeigen? Wir haben nämlich sehr, sehr spät punktiert, diese Dame. Die war wirklich schwer krank. Da war mit Nierenbiopsie nicht zu machen. Die war an so einem High-Flow-Gerät, das wir uns von den Kinderärzten geborgt haben. Eigentlich war die klar intubationspflichtig. Hatte Sättigungswerte, wie gesagt, spontan unter 80, 70, 75%. Und das ist das Bild am Aufnahmemorgen. Das ist am Abend. Das ist hier hell, aber verdammt viel weiß ist da zu sehen. Wenn man das weitermacht, das ist ein Tag später. Sie sehen alles voller, der Radiologe nennt das konfluierende Verschattungen, Infiltration. Das wurde dramatisch. Also wir gingen alle davon aus, dass sie wirklich jeden Moment eigentlich intubiert werden musste. Und solange sie nicht intubiert war, konnte man die nicht nierenpunktieren. Die konnte man weder lagern, die war delirant, die schrie rum, die war extrem unruhig. Also eine Nierenpunktion, solange sie nicht sediert ist und ein Schnorchel im Hals hat, war nicht denkbar. Im Verlauf riesige Ergüsse, ein großer hämodynamisch relevanter Perikarderguss, also schwerst krank, sodass man sagen muss, schwere renale Beteiligung, die sie gleich beweisen wird, eine schwere pulmonale Beteiligung, schwere kardiale Beteiligung, schwere zerebrale Beteiligung. In der Form, wie ich es noch nie gesehen habe und wie es in keiner Publikation bisher gezeigt wurde, gerade die pulmonalen Veränderungen sind eher ungewöhnlich beim Aarhus. Jetzt könnten Sie sagen, das ist ja gar kein Aarhus. Jetzt nimmt mir Herr Beige meine Folie weg. Ich wollte Ihnen nämlich zeigen, zu jedem Zeitpunkt dieser Patientin, die war fast anderthalb Monate bei uns, jede CAP-Abnahme, jede PCT-Abnahme normal. Die hat nie ein CAP über 3 gehabt, nie ein PCT, auch nur annähernd am oberen Cut-off. Das sind keine pneumonischen Veränderungen gewesen. Um Ihre Frage, Frau Peschel, wegzunehmen, die wurde mit Antibiotika beschossen. Weil keiner glaubte uns das, kein CRP, kein PCT, das ist Aarhus, das ist TMA in der Lunge. Und um es zu zeigen, dass es auch in der Niere ist, haben sie dann, als sie sich respiratorisch verbesserte, dann tatsächlich auch punktiert. Also wir haben eine Nierenbiopsie erhalten, die insgesamt 6 Glomeruli zeigt, von dem einer vollständig vernarbt gewesen ist, nur 10% Tubulusatrophie und interstitielle Fibrose. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Blutgefäße anschauen, dann sehen wir genau das, was wir erwarten würden bei der klinischen Vorstellung, die wir gerade hatten. Wir sehen nämlich Blutgefäße, die eigentlich gar kein richtiges Lumen mehr zeigen. Ja? Also wir haben hier außen die Media, die eigentlich nur bedeckt sein sollte von einer ganz zarten Schicht einer Intima. Und das, was Sie hier sehen, ist eine proliferierte Intima, die ödematös ist und die Zellen innerhalb dieser mehrschichtigen Auflockerung zeigt. Hier auch in größeren Gefäßen getroffen. Also hier ist noch ein kleines Restlumen vorhanden. Hier unten komplett verschlossenes Gefäß. Auch hier einmal im Querschnitt getroffen sehen Sie diese massive Proliferation der Intima, die das Gefäß verschließt. Hier in der Spezialfärbung sieht man ganz schön die Fragmentozyten, die man typischerweise bei einer TMA innerhalb der Wandung, also innerhalb dieser Intima-Proliferation finden kann. Wir haben hier auch ganz schön getroffen, hier unten das Gefäß, das quasi fast verschlossen ist durch die TMA und hier der davon versorgte Glomerulus, der quasi blutleer ist, weil kein Blut mehr ankommt, deshalb kollabiert ist. Und wenn man sich die mal näher anschaut, dann findet man auch hier vermehrt mononukleäre Zellen, da wo man mal Kapillarlichtungen gehabt hat. Die Mesangiumfelder sind typischerweise aufgelockert, auch das sieht man häufig bei einer TMA, diese sogenannte Mesangiolyse. Und man findet auch hier Doppelkonturen der peripheren Kapillarwände, kann man hier, glaube ich, ganz schön sehen. Hier nochmal größer dargestellt, also hier diese Doppelkonturen
die man ganz klassischerweise bei einer thrombotischen Mikroangiopathie finden kann. In der Elektronenmikroskopie sehen wir das hier im Prinzip, das Korrelat zu dieser Doppelkontur, diese massiv verbreiterte, ödematös aufgequollene periphere Basalmembran, die an der Innenschicht deutlich aufgelockert ist, die Podozyten noch da, sicherlich ein bisschen verärgert und plump hier an der Oberfläche, aber noch nachweisbar. Und hier sehen Sie das elektronenmikroskopische Korrelat der Mesangiolyse, also die Mesangiumfelder, die sind aufgelockert und dadurch auch verbreitert, sodass wir hier quasi das Vollbild einer schweren, teils älteren, aber auch noch teils frischen, teils präglomerulär, teils glomerulären thrombotischen Mikroangiopathie finden mit einem schweren ischämischen glomerulären Schlingenkollaps. Super, also ich hoffe, der Rest Zweifel ist beseitigt, dass wir hier die thrombotische Mikroangiopathie haben und den Namen einer Erkrankung, die auch einer dänischen Stadt entspricht, habe ich gerade von Herrn Kettler gelernt. Jetzt haben wir die Patientin innerhalb von 48 Stunden mit der ersten Dosis Eculizumab behandelt. Wir wussten, dass es keine TTP ist und kein Steckkuss. Und die schwierige Frage tatsächlich ist, ob jemand den Mut gehabt hätte, und so wird es eigentlich empfohlen, den Trigger abzusetzen, der hier klar zu identifizieren war. Und in Kopenhagen, auch eine dänische Stadt, auf dem ERA-Editor, Herr Haller wurde auch nochmal gefragt, der hat dann über TMA geredet. Alle sagen, naja, behandelt doch die, also so sieht es momentan aus, Anfang Januar, also sie geht es deutlich besser, sie ist auch entlassen, aber sie ist vom ersten Tag an dialysepflichtig gewesen, am zweiten Tag schon der Ankunft Eculizumab bekommen. So eine Situation laufen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass das Absetzen des Medikaments diese Situation auflöst, ist aus meiner Sicht fahrlässig. Haller sagte damals, naja, wie lange würden Sie ihn warten, wenn Sie Gemcitabine haben bei einem Pankreaskarzinom-Patienten etc. Die Erfahrung zeigt, dass das lange, 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 lange weitergeht, wenn Sie den Trigger absetzen und die Komplementüberaktivität und der Organschaden weiter abläuft. Und wir haben uns tatsächlich entschieden zu behandeln. Und ich will Ihnen nur kurz zeigen, das sind die normalen CRP-Werte, die ich Ihnen erzählte. Hier sehen Sie jeden einzelnen Wert, der gemacht wurde. Es sind alle normal gewesen. Hier sehen Sie alle PCT-Werte. Kein einziger ist rot und damit pathologisch. Sie sehen, es hat eine Weile gedauert, die Thrombozyten haben ihren Anlauf genommen. Hier ist sie gekommen. Das sind alte Werte, wo sie mal in der Neurologie wegen der MS war, im Jahre 2011 und 2016. Also bitte ignorieren, hier geht's los. Und hat sich irgendwann normalisiert, aber es hat, man denkt immer, man gibt Eculizumab und übermorgen ist die Welt in Ordnung. Es hat 10 Tage gedauert, bis sie hier war. Und die LDH, ich finde, die fällt schön ab, wenn man sich das hier anschaut, wenn sie irgendwie bei der zweiten Gabe Eculizumab nach einer Woche dastehen, wünschen sich alle immer, dass alles weg ist. Und es gab auch in der eigenen Abteilung dann Stimmen, die sagten, Mensch, so richtig überragend ist das ja nicht der Effekt. Wenn wir das Haptoglobin nehmen, am 29.11. gekommen, Sie sehen, wie lange, 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 lange weiter die Coombs-negative mikroangiopathische Hämolyse durchlief, trotz dieser korrekten und suffizienten Therapie. Und es ist erst am 2. Januar, also deutlich mehr als einen Monat später, dass die Hämolyse weg war. Da ist interessant, wenn Sie in die Literatur schauen, das ist völlig im Rahmen des Erwarteten. Im Median LDH-Normalisierung nach 50, 55 Tagen, Normalisierung Haptoglobin 50, 55 Tage, die Thrombus kommt schneller. Aber das braucht leider Zeit und sie ist leider weiterhin an der Dialyse. Sie war vom Tag 1 an anurisch. Mittlerweile hat sie knapp einen Liter Diurese. Der Perikarderguss ist jetzt neu weg. Der war lange da, schwer zugänglich, weil dorsal irgendwie gefangen. Die Situation ist sehr hoffnungsfroh. Und wenn man sich die Daten anschaut, das sind Patienten, die schon lange eine TMA hatten, aber das ist die Studie von Licht und Legendre, die damals diese 17 akuten Patienten erstmalig im New England Journal darstellte. Und das sind Wochen hier auf dieser Achse. Akute Patienten, die mit Eculizumab behandelt werden, keine Plasmapherese, die verbessern sich und das über einen langen Zeitraum. Das ist hier 26 Wochen, also ein halbes Jahr. Sie sehen, wie lang man tatsächlich Geduld haben muss. Hier aus einer französischen Kohorte von Fadi Fakouri. Sie sehen, es ist tatsächlich so, dass man weitere Verbesserungen erwarten kann, auch in einer sehr späten Behandlungsphase. Und das plus die Idee, dass in den Kohorten, die relativ rasch behandelt wurden, 80% tatsächlich relativ konsistent von der Dialyse wieder weggekommen sind, habe ich ihr gesagt, er hat 80% Chance und das ist gut, die Dialyse wieder zu verlassen. Und das ist
hier Herr Kollege Haas aus Lübeck, der ist jetzt, glaube ich, in Kiel, der hat damals mit Herrn Asif das hier nochmal formuliert, behandelt erstmal die komplementamplifizierende Situation. Also in dem Fall übersetzt, Rebif absetzen, das Beta-Interferon und warten. Und Sie sehen, was passiert ist unter E. coli-Zumab, wie schwer es war, die einzufangen, wie lange es dauert hat, bis sie sich verbessert hat, sodass aus meiner Sicht das eine ganz schlechte Idee gibt. Wenn Sie einen CNI-Spiegel haben, einen 300er Cyr-Spiegel, klar, das würde ich erstmal reduzieren und gucken, ob es besser wird. Aber in der Situation wäre warten, wahrscheinlich hätte die Patientin umgebracht. Und noch eine Sache, Herr Haller hat das dargestellt, je schneller Sie behandeln, wenn Sie schneller als 7 Tage behandeln, sehen Sie hier den EGFR-Verlauf, wie substanziell und relevant und signifikant die Verbesserung der Nierenfunktion größer ist, wenn Sie rasch behandeln, innerhalb von 7 Tagen. Wir waren innerhalb von 48 Stunden mit der Therapie im Patienten. Also es bleibt dabei, wir hoffen tatsächlich, dass die Patientin eine reelle Chance hat, sich von der Dialyse nochmal zurückzuziehen. Unsere eigenen Erfahrungen mit Rehbiopsien bei diesem Krankheitsbild sind so, dass wir jedes Mal dachten, no chance. Und bisher tatsächlich, obwohl der Pathologe sagt, IFTA 80 und diese Niere ist hin und es ist alles abgelaufen, haben die Patienten sich bisher tatsächlich alle wieder erholt. Also wir sind jetzt Monat 2,5, wir warten ab und ich denke, die Diurese kommt, es geht ihr klinisch besser. Wir können vielleicht nächstes Jahr berichten, dass sie ohne Dialyse durch die Gegend läuft. Fragen? Ich hätte wahrscheinlich sogar Punkt 1 und 2 gewählt. In dem Fall eine initiale Plasmapherese plus E. coli-Zumab, dann halt mit Substitutionsdosen 600 Milligramm nach jeder Plasmapherese, um eben noch rascher in die Remission irgendwie zu kommen. Habt ihr darüber nachgedacht oder habt ihr es vielleicht sogar gemacht? Das weiß ich nicht. Also die Plasmapherese, der einzige Grund in so einer Situation, aus meiner Sicht berechtigte Grund, eine Plasmapherese zu machen, ist, sicher sind, ob sie eine TTP haben. Für Steckhus wissen wir alle, dass es nichts bringt. Für die TTP ist es lebensrettend. Das ist das Krankheitsbild mit der höchsten Sterblichkeit von diesen dreien. Das wissen Sie alle sicherlich besser als ich. Aber fürs Aarhus bringt es tatsächlich nichts. Evidenzbasiert ist die Wirksamkeit, ist es eine Verlegenheit des Arztes, der in Deutschland im Durchschnitt 5-6 Tage auf eine Adams-CS13-Aktivität bisher gewartet hat und nicht sicher ist, ob er eine TTP hat. Wenn Sie sicher sind, dass Sie keine haben, gibt es aus meiner Sicht nicht mal eine Viertelindikation für eine Plasmapherese. Ich weiß, das klingt sehr provokant. Ja, gerne. Man muss ja darüber diskutieren. Oh, ich denke, ich würde es nicht ganz so sehen. Ich meine, jetzt haben wir hier einen Auslöser, denke, das ist ein sekundäres Huss. Oft haben die natürlich trotzdem genetischen Hintergrund. Das haben sie jetzt ausgeschlossen bei der Patientin. Das wissen wir aber zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und natürlich gibt es Faktor H-Mutationen, die zum Mangel an Faktor H führen. Und ein Plasma-Austausch mit Frischplasma würde ihn in der Situation natürlich Faktor H substituieren und hat dann durchaus seine Berechtigung auch beim Aus. Insofern, ich korrigieren, das ist eine super Bemerkung, aber das habe ich verschwiegen. Das ist die einzige Situation beim Aus, wo ich Herrn Ruprecht, also er ist berühmt und ein bekannter Mann, das ist frech von mir, ihm so zu widersprechen, aber ich würde das vehement tun. Wir haben die Faktor H-Antikörper. Das ist die einzige Ausnahmesituation, wo ich tatsächlich gar nicht Ecolizumab möglicherweise gegeben hätte. Aber die Faktor H-Antikörper haben wir innerhalb weniger Tage ausgeschlossen gehabt. Also die Faktor, das ist die Bedingung, dass man sicher ist, keinen Faktor H-Antikörper zu haben. Und das haben wir relativ schnell gewusst. Also das ist, Faktor H-Antikörper in der Erwachsenenpopulation sind selten. Das ist viel häufiger bei Kindern. Also für diese extrem seltene Situation, da haben wir tatsächlich gepokert. Dafür hätte man 2 Tage Plasmapherese machen können, das stimmt. Noch kurze Frage. Also einmal die Diarrhö initial könnte man ja auch als Trigger begreifen, alternativ zu dem Rebif. Und dann klar die Frage der Genetik. Diese Faktor H-Antikörper sind ja auch mit einer bestimmten Genetik assoziiert, also mit einer homozygoten Deletion. Genau. Peptide 1 und 3, ja. Kam da, also vielleicht habe ich es verpasst, kam da was raus? Nee, alles negativ. Mhm. Aber das ändert nichts an der Therapieentscheidung. Also die Frage in der Situation der Genetik ist für uns eher eine Sache, ob man irgendwann über Therapiedauer diskutiert. Sie sehen, in der französischen Kohorte haben die Leute ohne genetischen Background, die hatten ein ganz, ganz kleines Rezidivrisiko. Mattia und Herr Heine haben da ganz andere Erfahrungen gemacht, aber diese Diskussion sozusagen, dafür ist, glaube ich, die Genetik wichtig, aber für die akute Therapieentscheidung war das nichts und es war gar nichts. Also wirklich, es gab ein paar Polymorphismen, also es gab Mutationen und Polymorphismen in komplementregulierenden Genen, die aber nach Herrn Bergmann
aus seiner Sicht nicht krankheitsauslösend waren. Interessant ist, dass Rebif in der Literatur, man sagt, könnte ja sagen, die hat das jahrelang, warum kriegt sie das jetzt? Das ist wahrscheinlich die Diarrhoe als weiterer Trigger gewesen. Aber diese TMA-Publikationen, die wir dort vorhin kurz gesehen haben, die haben nach 5 Jahren, nach 8 Jahren alle ihre TMA erst bekommen. Also es braucht wahrscheinlich noch einen zweiten Hit dann dazu, um einen über diesen Berg zu schubsen. Genau, ich denke auch, also vielleicht ist es irgendwann mal in ferner Zukunft so, dass die Genetik tatsächlich, technisch wäre es ja möglich, die auch innerhalb der ersten Woche zu erhalten, dass die einem helfen kann in der Differentialdiagnostik, sekundär oder eben nicht. Hier gibt es noch eine Frage, das ist jetzt die letzte bitte, weil wir die erste Kaffeepause nicht schon verkürzen wollen. Wenn Sie von einem sekundären Huss jetzt ausgehen, der Trigger Beta-Interferon ist jetzt seit 2 Monaten abgesetzt, würden Sie Eculizumab wie lange noch weitergeben? Könnte man es nicht einfach absetzen? Jetzt mal wieder sehr frech gefragt. Ja, für mich eine intellektuell wichtige Frage, aber wenn man den Verlauf sieht und sieht, wie schwer sie krank ist und sieht, dass sie 80% Chance hat, von der Dialyse wegzukommen und dass sie die, es gibt einen Fall mit einem bisschen pulmonale Veränderung, es gibt 2 Fälle mit Herzinfarkt und einen mit Herzinsuffizienz für Aarhus publiziert, so schwere extrarenale Manifestationen. Es ist aus meiner Sicht, mir fällt kein Kraftausdruck ein, der diplomatisch genug ist, es ist unverantwortlich, hier abzusetzen. Es ist undenkbar im jetzigen Moment, wo sie tatsächlich in dieser Phase bis 6 Monate gute Chancen hat, aber allein wegen der extrarenalen Manifestation und dem riesen Perikarderguss, EF von 35, die Frau war 33 und ist sozusagen klinisch gesund, trotz der MS, das ist, glaube ich, momentan kein Thema, aber Sie haben recht, Ihr Rezidivrisiko ist nach allen Dingen, die wir wissen, aus 1500 oder mehr Patienten im Aarhus-Register, Ihr Rezidivrisiko ist durch die negative Genetik kleiner als bei Patienten, die jetzt eine Faktor-H-Situation haben. Keine Frage, aber in der Situation müssen wir volle Kanne fahren und wir bleiben auf der Therapie und hoffen tatsächlich noch. Also ich glaube nach wie vor, dass die gesund werden kann. Also gesund im Sinne von nicht mehr dialysepflichtig und komplette Resolution der extrarenalen Manifestation. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis bei dieser Absetzfrage, die ich auch ganz als wichtig ansehe und wo uns jetzt die Firma nicht sehr weiterhilft, muss man auch kritisch sagen. Aber da muss man diskriminieren zwischen dem Dialyseauslass renaler Rekonvaleszenz und den extrarenalen Manifestationen. Es ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten. Ja. Aber ich glaube, da ist schon viel dazu gesagt. Und dann würde ich Sie jetzt in die Kaffeepause entlassen. Vielen Dank für diese schöne Session, den Mitwirkenden. Das war nicht einfach auch. Und gute Erholung. In 20 Minuten machen wir weiter. Danke.